Die Stimme, sie ist wieder geölt, die Freudentränen, sie sind langsam wieder trocken. Was war das für ein Tag? Zudem wollte ich hier nochmal begrüßen in der Wiederholung quasi, in der Interview-Wiederholung in dieser TV11-Nachschussausgabe nach diesem historischen, ja das darf man sagen, historischen DFB-Pokalspiel in der ersten Hauptrunde zwischen unserer Elf und Bayern 04 Leverkusen. Was hat uns diese Mannschaft heute zugemutet? Puls bis zum Anschlag. Erst das Spiel in Essen, 5:1 dann heute. Dieser 4:3-Sieg gegen Bayern 04 Leverkusen, gegen einen Bundesligisten, gegen ein Team, das in der kommenden Saison in der Champions League antreten wird. Dieses Team ist einfach nur der Wahnsinn. Und aus diesem Team haben wir wieder Stimmen für euch eingefangen, die vor die TV11-Nachschusskamera kommen. Und natürlich ist auch unser Trainer Horst Steffen wieder dabei. Wir haben mit all denen gesprochen, wünschen euch zu dieser Ausgabe, zu dieser Pokalausgabe TV11-Nachschuss viel, viel Spaß und auch die ein oder andere Freudenträne, die beim Zuhören gerne wieder kullern darf. Viel Spaß! Tore, es gab ein 5:1 in Essen. Jetzt die nächste Sensation im DFB-Pokal gegen den Champions League-ist Bayern 04 Leverkusen. Ein 4:3 am Schluss. Du bist neu in Elversberg. Hast du dir deinen Auftakt hier so vorgestellt? Ja, ich denke mal, schöner kann man sich das nicht vorstellen hier aktuell. Die ersten zwei Spiele sind sehr gelungen und hätte eigentlich nichts dagegen, wenn es so weitergeht. So weiter geht's. Nächste Woche wartet schon der nächste Hochkaräter, der FC Saarbrücken kommt, Saarland Derby. Kann man nach so einem Spiel schon danach fragen oder kann man das noch nicht? Ist das noch viel zu weit weg, erstmal das hier sacken lassen? Ja, also aktuell bin ich jetzt mit dem Kopf noch nicht bei dem Spiel, wenn ich ehrlich bin. Aber ich denke mal, spätestens Dienstag, wenn wir wieder anfangen mit der Analyse, Gegneranalyse und uns auf den Gegner vorbereiten, werden wir alle mit dem Kopf dann auf jeden Fall bei Saarbrücken sein. Jetzt habt ihr euch heute, wenn wir jetzt aufs Spiel gucken, ja einiges vorgenommen. Nach 3 Minuten stand es dann schon 1:0 für euch. Hat euch das in die Karten gespielt oder warst du da selbst überrascht? Ja, dass es so schnell geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und wir haben natürlich im Vornherein analysiert, wo die freien Räume sind, die wir spielen können. Dass wir von da schnell in die Kette kommen können und dass sie halt da verwundbar sind. Ja, es hat halt in der einen oder anderen Situation ziemlich gut geklappt. Ich glaube, da waren die auch selbst ein bisschen überrascht, dass wir das denn so ordentlich gespielt haben. Und deswegen bin ich einfach froh, dass wir dann die Chancen auch so souverän genutzt haben, erstmal in der ersten Halbzeit, um dann erstmal mit 3:2 in die Halbzeit zu gehen. Auch wenn jetzt vielleicht das ein oder andere Tor, Gegentor, hätten wir vielleicht noch besser verteidigen können. War ein bisschen unglücklich. Das zeigt ja auch die Qualität von Bayern 04 Leverkusen. Die kamen zweimal zurück, normal. Kriegt man ja dann als unterklassiger Verein so ein bisschen schlotternde Knie. Das hat man aber gar nicht gemerkt, dass euch die Gegentreffer etwas ausmachen. Ihr habt weitergekämpft und seid immer wieder in Führung gegangen. Wann hast du gemerkt, dass das heute die Sensation sein kann? Also wir brauchen ja nicht drum rumreden. Die haben schon auf jeden Fall eine enorme Qualität vorne. Aber wir haben einfach weiter an uns geglaubt und saßen in der Halbzeit einfach in der Kabine und waren uns eigentlich alle relativ sicher, dass wir jetzt einfach die 45 Minuten noch haben, da werfen wir alles rein. Und wenn wir dann wirklich da alles reinwerfen, dann sind wir heute einfach nicht zu bezwingen. Du kamst ja von Werder Bremen. Hast du für die zweite Runde schon einen Wunsch los? Nö, ich habe natürlich Bock, wieder gegen so einen ordentlichen Gegner zu spielen auf dem Niveau. Da kann man sich am besten mit den Spielern messen. Es macht einfach Spaß. Okay, vielen Dank und genießt den Erfolg hier. Nico, als Torhüter bist du es ja gewohnt, dass du das ein oder andere Mal im Mittelpunkt oder in besonderem Blick auf dem Feld stehst, einfach weil du diese Position als einziger ausfüllst auf dem Platz. Heute bei dem Spiel den einen oder anderen wieder rausgeholt, wo man sagt, wie macht er das? Wie macht er das? Ja, es ist einfach Instinkt dann. Ist einfach, man hat so viel Aktion schon gehabt in seiner Karriere. Und dann ist es halt auch ein Stück weit Instinkt. Ein Gefühl für einen Ball, wo kann er hinschießen, wo guckt er vielleicht hin. Und ja, dann war ich da und konnte der Mannschaft helfen. Das war jetzt heute so ein Spiel aus der Kategorie, das erfährt nicht jeder Fußballer. Erstens ein DFB-Pokalspiel, zweitens gegen den dritten der letzten Bundesliga-Runde, gegen einen, der dieses Jahr in der Champions League antreten wird. Und dann liegt man plötzlich 3:2 vorne. Was ist das für eine Gefühlslage? Ja, ist einfach ein geiles Gefühl. Die Zuschauer gehen natürlich dann mit. Wir hatten überragende Chancen, hier noch mehr Tore zu schießen, haben super verteidigt hinten. Und im Endeffekt denke ich mal, dass wir dann auch verdient gewonnen haben heute.
Basis von einigen Fragen auch schon gegen Essen war. Wie sehr nützt es der Mannschaft, dass sie jetzt so eingespielt ist aus dem vergangenen Jahr? War das heute nochmal ein Beispiel dafür, dass man sagen kann, diese Eingespieltheit, die trägt auf jeden Fall Früchte? Ja, auf jeden Fall. Man sieht, wie gut wir kombinieren, wie sehr wir auch die neuen Jungs, die dazugekommen sind, wie wir die mit einbauen, wie wir sie aufgenommen haben. Es läuft alles sehr gut und das merkst du dann auch auf dem Platz und dann kommen auch so Ergebnisse raus wie heute. Wie wird jetzt noch gefeiert? Das weiß ich nicht. Da muss ich mal den Conny fragen, unseren Kapitän, wie es dann heute Abend weitergeht. Alles klar, dabei viel Dankeschön. Spaß. Dankeschön. Janik, die Fragen von Spieler zu Spieler variieren im Moment gar nicht großartig, denn wir wollen erstmal von jedem von euch wissen, was ist das für ein Gefühl nach so einem Spiel? Ja, unglaublich. Also klar haben wir uns im Vorhinein was ausgemalt, dass wir Leverkusen ärgern können, dass es dann tatsächlich so gut klappt, war einfach überragend. Wir haben es von der ersten Minute an brutal gemacht. Ich denke, dass wir uns auch nicht beschweren hätten können, wenn wir vielleicht 6-3 gewinnen, weil wir genügend Chancen hatten. Und ich glaube, dass eigentlich nie so richtig ein Klassenunterschied zu merken war. Also wir haben es echt brutal gemacht heute. Jetzt wurde schon mehrfach darüber gesprochen, dass das eine eingespielte Truppe ist, die wir hier haben, unsere Elf aus dem vergangenen Jahr. Jetzt ist einer in der Startelf, nämlich Yannick Rochelt, der besticht mit einer Leistung, wo man sagen muss, wow, super Neuzugang. Fühlst du dich auch wirklich schon genauso im Team aufgenommen, dass du sagst, ich bin jetzt wirklich schon voll dabei total. Bei dieser eingespielten Truppe? Total, also von Anfang an eigentlich. Also die Jungs haben mich super aufgenommen, die Spielweise war top, die Qualität von der Mannschaft ist überragend. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß, mit den Jungs zu kicken. Ja, wie geht ihr jetzt mit dieser Stimmung um? Wie motiviert ihr euch jetzt für das nächste Spiel, für die nächste Partie in Liga 3? Erst dieser Erfolg in Essen, jetzt dieser phänomenale Sieg in Heim gegen Leverkusen. Mit welcher Stimmung bereitet ihr euch denn jetzt vor auf das nächste Drittligaspiel, ja, damit wieder der Alltag einkehrt? Ich glaube, wir können es jetzt einfach die nächsten Tage genießen. Wir können richtig stolz auf uns sein, was wir heute gezeigt haben. Und ja, dann kommt mit Saarbrücken gleich schon das nächste Highlight, wo wir auch uns wieder top vorbereiten werden und versuchen werden, das Ding auch wieder zu ziehen. Nico wusste noch nicht genau, was der Capitano angestimmt hat, wie jetzt gefeiert wird. Weißt du Bescheid? Ich weiß bisher auch noch nichts Bescheid. Ich gehe jetzt dann rüber in die VIP-Lounge und dann schauen wir mal weiter. Alles klar, viel Spaß dann für euch. Danke. Horst, vor dem Spiel war klar, ihr müsst einen guten Tag haben. Bayern 04 muss einen schlechten Tag haben. So schlecht war Bayern 04 heute aber nicht. Dennoch habt ihr hier 4-3 gewonnen. Wie kam das zustande? Ja, die Jungs haben von Anfang an losgelegt. Den Gegner gar nicht so richtig wahrgenommen. Es war ein normales Spiel, 11 gegen 11. Da hatte ich das Gefühl, so sind wir rangegangen und haben uns gar nicht überlegt, wer da gegen uns spielt. Und das war gut so. Deshalb waren wir ständig unterwegs und haben gute Angriffe gefahren, noch nach vorne. Immer wieder Situationen kreiert, dass der Gegner das Gefühl hatte, okay, die können ja auch Fußball spielen, die können auch nach vorne arbeiten. Dann haben wir gut verteidigt überwiegend. Ein paar Situationen mussten wir zulassen, weil die Qualität von Leverkusen einfach dann überragend ist. Aber grundsätzlich dann, wie auch zweite Halbzeit, wie wir das dagegen gehalten haben, wo die Kraft ein bisschen weniger wurde, über Einwechslung nochmal versucht, ein bisschen was zu verändern. Die Jungs haben das toll gemacht, einfach einen Sensationssieg sich erarbeitet, erspielt auch und am Ende, wie gesagt, auch nicht unverdient gewonnen. Das war ja in der ersten Halbzeit ein richtiges Spektakel. Das Internet ist auch voll über Lob für Elversberg. Jetzt ist man zweimal hat man vorgelegt, zweimal hat Leverkusen ausgeglichen. Normalerweise kommt man ja nicht so zurück und geht dann nochmal zwei Tore in Führung. Wie bewertest du das? Wie stark haben das deine Männer gemacht? Ja, das ist schon eine tolle Mentalität, die die Jungs da an den Tag gelegt haben, dass die sich von Gegentoren halt überhaupt nicht beeinflussen lassen, dass wir einfach weiterspielen. Das haben wir gut gemacht und dass wir dann wieder in Führung gehen, einfach erstaunlich. Also wirklich eine super Mannschaftsleistung. Wir haben als Kollektiv hier richtig Gas gegeben und dann sieht man eben, was auch möglich ist, auch gegen Leverkusen. Das war auch richtige Arbeit. Die Jungs sind sehr, sehr viel gelaufen. Wie geht man damit um jetzt im Hinblick auf die Trainingswoche? Ja, es wird so sein, dass wir jetzt zwei Tage nochmal frei machen für die Jungs, die viel gespielt haben. Die dürfen sich erholen, die dürfen sich ausruhen, dürfen das genießen, dass sie
ja, gefragt sind, dass die Freunde sich melden und ihre Nachrichten beantworten. Das dürfen sie. Sie dürfen sich feiern zwei Tage lang. Und dann geht es ab Dienstag geht's wieder in die normale Woche. Wir haben ein Derby vor der Brust, wo wir wieder sehr konzentriert uns vorbereiten werden. Und darauf freuen wir uns dann auch wieder, dass wir wieder eine volle Hütte hier haben. Und hoffentlich wieder ein ähnlich gutes Spiel sehen wie heute. Jetzt blicken wir mal zurück auf Frankfurt damals, wo der Aufstieg klar war. Dann das Spiel in Homburg, wo man dann die Meisterschaft gefeiert hat. Und dann dieser fulminante Start in die dritte Liga. Und jetzt dieser Sieg gegen einen Champions-Ligisten, gegen den dritten der Vorsaison der Bundesliga. Welcher Sieg oder welches Spiel wie ordnest du die Spiele emotional für dich ein? Ja, es waren unterschiedliche Spiele. Gegen Frankfurt kam eher Erleichterung dazu, dass wir es endlich geschafft haben. Gegen Homburg dann anschließend war es eher so, ach komm, wir wollen auch zeigen, dass wir tatsächlich Erster sind und punktemäßig vor Ulm bleiben. Das haben wir auch aus einer relativ guten Lockerheit dann geschafft. Wollten aber unbedingt auch den Pokal gewinnen. Und das haben wir nochmal richtig gut hinbekommen, mit so vielen angeschlagenen Spielern dann in der Verlängerung den Sieg zu erreichen und dann hier zu stehen. Waren, wie gesagt, anders. Die letzten beiden Spiele waren einfach nur zum Genießen, muss ich sagen, wie die Jungs das gemacht haben, wie sie aufs Feld gekommen sind. Und in der Vergangenheit war es eher so, dass wir dann zum Start nicht ganz so performt haben wie am Ende einer Saison. Da war die Rückrunde oft besser als die Hinrunde. Jetzt können wir sagen, wir haben eine gute Vorbereitung hinbekommen und das auch auf den Platz gebracht. Da schließt sich die nächste Frage an. Blicken wir in die Zukunft. Mit Saarbrücken steht der nächste Kracher bevor, nächste Woche schon, hier in der Kaiserlinde. Erwartest du ein ähnliches Spektakel? Es ist möglich. Wir hatten hier oft Spiele gegen Saarbrücken, die ein Spektakel waren. Von mir aus gerne. Ich bin ein Fan davon, dass es halt spektakulär auch zugeht mit einem Sieg für uns. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir am Ende 1-0 gewinnen gegen Saarbrücken nächsten Samstag, dann wäre ich auch sehr glücklich. Zeit genug bleibt, das hier zu genießen. Ich wünsche dir eine schöne Woche und nochmal Glückwunsch zu diesem Sieg. Danke. Danke.